Grausige Grüße, liebe Leute, und herzlich willkommen zum fünften und damit letzten Part von meinem The Adventures of Dr. Franken. Letztes Mal waren wir in Südamerika unterwegs und hier in der Karibik und in Mexiko. Haben uns hier die Länder mal angesehen etwas. Heute wollen wir nach Nordamerika. Oder nach Kanada, Alaska, wo sind wir hier? Ich bin nicht sicher. Wir schauen mal rein. Okay, sieht sehr warm aus. Ich hätte eher mit Schnee gerechnet. Aber sehr creepy, ähnlich wie in Südamerika. Mit gruseligen Bäumen. Etc. Und einiges an Punkten. Okay. Schauen wir mal, wo uns das Level hinführt. Viele Schluchten. Unbedingt aufpassen, wo man hinspringt. Und gruselige Bäume. Frage ist, muss ich da durch? Ich würde gerne gucken. Aber ich würde auch gerne nicht gucken. Warum sind diese Grafikbugs hier immer bei diesen Bäumen? Ich weiß es nicht. Hoch da, hoch da. Oh, so knapp. Was hätte ich noch gehabt? Alter Schwede. Mann, ich sehe doch nicht, wo ich hinspringe, Leute. Sachen, die ich bei Jump'n'Runs immer liebe. Man springt immer ins Ungewisse. Okay, das ging ja sogar noch. Oh, da unten ist irgendwas. Also noch kein Teil gefunden, aber ordentlich Punkte und Heilung. Meine Güte, bin ich voll geheilt. Das ist mal schön. Nö. Aber das mit dem Springen sollte unser lieber Dr. Franken nochmal lernen zwischendurch. Könnte besser laufen. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind drüben. Oh, sieht aus wie einem Super Mario Level. Na, ich dachte, ich hoffe einfach mal, dass da vielleicht Boden unter meinen Füßen ist. Wäre zu schön gewesen. Aber wir jumpen weiter. Ein sehr geradliniges Level wieder. Sieht sehr danach aus, dass wir einfach nur das Ziel finden müssen. Die Zeit ist jetzt auch nicht die oberkrasseste. Und da ist es. Wir haben's! Das war ja easy, würde ich sagen. Das war easy. So, dann gehen wir hier unten an die Ostküste. Wo sind wir hier? New York? Oder irgendwie so Florida? Sollte aufhören, Länder zu nennen, die überhaupt nicht stimmen. Doch, wir sind wirklich in New York. Da hinten ist die Freiheitsstatue. Ist ja crazy. Oh Gott, Hilfe. Ich schieße einfach mal. Ich habe mehr als genug. Und wir aktivieren diesen Knopf. Och, Knöpfe, wie habe ich euch vermisst? Okay. Da kommt Wasser raus. Das darf ich wahrscheinlich nicht berühren. Hilfe. Oh nein. Wir sind wieder soweit. Oh Gott, Hilfe. Leute mit Knarren. Es ist ein Hin und Her. Mit Kron. Hasslevel war doch genauso, oder? Ich hoffe, es wird nicht genauso schlimm. Das ist zumindest schon mal ein Teil. Und ein UFO. Oh Gott! Sie teilen sich! Ist ja nicht so, dass sie es nicht schon kennen. Aber trotzdem immer wieder erschreckend. Hier ist noch ein Knopf. Den kann ich aber nicht drücken. Okay. Dann halt nicht! Wenn du fürs Besseres hältst und dich nicht drücken lässt von mir, dann mach es doch. Aber der Himmel sieht echt schön aus. Bisschen versmockt, aber sonst ist es ganz schön. Oh Gott, Hilfe, Polizei. Junge, lass mich doch in Frieden. So, die Frage ist, hat das mit dem Kran jetzt irgendwas gebracht? Wir gehen mal runter, da ist noch ein Knopf. Oh, ich wollte eigentlich gar nicht so hoch springen. Nur so. Okay, es ist nichts passiert. Na gut, dann gucken wir uns noch ein bisschen um. Da unten ist noch ein Teil. Brauchen wieder ein Floß. Oder etwas ähnliches. Ach, hier ist auch noch ein Ding. Jetzt können wir zwei bewegen. Gar nicht gut. Können wir da rein? Willst du mich nicht fressen? Ich sehe doch auch schon so müllig aus. Okay, da ist auch noch ein Knopf. Ja, einen haben wir. Und den anderen auch. So, was hat uns der gebracht? Schauen wir mal. Oh, da fällt irgendwas raus. Okay. Das heißt, wieder klettern. Das Gebäude scheint noch nicht ganz fertig zu sein. Alter, die schießen ja. Meine Güte, die nehmen ihren Job alle nicht ernst. Gott. Die gehören nicht ins Gesicht von anderen Leuten. Oh, das ist Ziel. Sehr schön. Da ist noch ein Knopf oben, wo ich aber nicht hochkomme. Oh, oh, oh. Schneller runter. Ja, toll, er hat mich trotzdem getroffen. Okay. Und sonst so? Zwei Teile haben wir schon gefunden, zumindest. Mann, ich hab geknallt. Rauszufinden, was die ganzen Knöpfe zu bedeuten haben, das könnte auf jeden Fall wieder wahnsinnig spaßig werden. So, wo soll ich das Ding jetzt hinfahren? Okay. Vielleicht
Vielleicht kriege ich irgendwo ein Teil her. So, was macht er jetzt genau? Er geht runter. Er hat das Teil geholt! Es hat funktioniert, Leute! Teil Number 2! Dann machen wir... Da ist noch ein Teil. Da brauchen wir wahrscheinlich den anderen Kran für. Das Blöde ist, wo sind die ganzen Schalter? Da ist einer. Okay. Wie ich da hochkomme, weiß ich leider noch nicht. Vielleicht muss ich das ja gar nicht. Wuhu! Was grabst du uns? Beschenke mich! Mit Punkten, na gut, immerhin. Oha, oha. In der Zange. So, jetzt haben wir den Knopf aktiviert. Bringt das irgendwas? Fährt er irgendwo anders hin? Jetzt ganz rübergefahren. Okay, wir dürfen das Wasser berühren. Alles cool, alles easy. Und er hat noch irgendwas rausgeholt. Zack. Okay. Und nu? Vielleicht können wir vom Dach irgendwie rüber. Und jump! Ja, wir können! Schnell den wegmachen, bevor uns noch mehr abzieht. So, was wird uns dieser Knopf bringen? Ich hoffe, es ist der alles entscheidende Knopf. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja, gut, gut. Holst du das Teil? Sei so gnädig! Jawohl! Und Teil Nummer 3. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie wir das vierte Teil bekommen. Oh, da ist noch ein Teil. Okay, wir müssen irgendwie einen Knopf finden, der genau das Ding holt. Vielleicht ist es dieser Knopf. Ja, jetzt treffe ich ihn nicht. Geht doch! Lass es einfach geschehen, Junge. So, da kommt er. Nein, zu weit! Bleib hier! Okay. Viel zu weit, Junge. Müssen wir doch noch einen anderen Knopf finden. So, da kommt er wieder. Ich muss jetzt den Knopf oben drücken? Ach, ich weiß es nicht. Ich hab's mir auch schon wieder nicht gemerkt, was die Knöpfe alles bringen. Da ist noch ein Knopf. War das der alles Entscheidende? Nein, nicht ganz. Okay, ich muss einen ganz bestimmten Knopf drücken. Vielleicht ist es der auf dem Dach hier. Zack! Schnell bevor die Elze... Oh, ich konnte ihn drücken sogar. Wo will er jetzt hin? Da. Okay, Heilung. Warum nicht? Ich will aber eigentlich gerne letzte Teil haben, vor allem, wenn die Zeit langsam knapp wird. Vielleicht klappt das ja. Bitte. Weiter, weiter, weiter. Ja? Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Jetzt müssen wir nur schnell aufs Dach. Komm schon. Gib mir das Teil. Schneller. Panik. So, wir haben's. Schnell aufs Dach, Leute. Schnell aufs Dach. Wir springen einfach geradeaus hoch. Lass uns treffen. Egal. Wir haben die Energie. Ausnahmsweise haben wir sie. Schnell rüber. Ja, egal. Weg mit dir. Und ab ins Ziel. Wir haben's. Extra Blatt, Leute. Wir haben's geschafft. Shirt Defense, New York. Okay. Was mir immer das sagen soll. So gut bin ich denn auch nicht in Englisch. Oh. Und schon haben wir das letzte Level. Zumindest in Richtung Nordamerika, denn wir gehen nach Grönland. Ich weiß, Grönland gehört zu Europa und eigentlich auch zu Dänemark, aber ich nehme es einfach bei Nordamerika mit rein. Weil das passt von der Lage so gut. Okay, es ist wieder... Oh Gott, die explodieren ja. Okay, okay, ich habe jetzt schon ein bisschen Panik. Zumindest haben wir Boden unter den Füßen. Na komm, dann gucken wir erstmal rechts. Was uns hier noch erwartet. Oh Gott! Irgendwie Schildkröten mit Antrieb. Völlig neue Gegner wieder. Man lädt nie aus in dem Spiel anscheinend. Aber sehr ähnlich wie das eine Level in Südamerika. Bloß, dass wir hier auch Gegner haben. Bisschen mehr Zeit. Oh Gott, war nicht viel Zeit. Und wahrscheinlich wieder vier Teile finden müssen. Beim letzten Mal mussten wir einfach nur durch. Okay. Ha, weggekickt. Da haben wir schon Attacken. Sehr schön, das erste haben wir. Dann wollen wir mal gucken, ob wir irgendwo noch eins finden. Gott, Hilfe, da war die Schildkröte schon wieder. So, wie komme ich da hoch? Ach ja, hier. Dann gucken wir mal hier rechts lang. Oh, ein Trampolin. Sehr praktisch. Wir gucken aber auch erstmal unten. Hier kann man zufällig nämlich auch durch. Und noch ein Teil finden. Kann man hier rechts auch durch? Ah, leider nicht. Dann nutzen wir den Trampolin. Gucken mal, wo wir damit hinkommen.
anscheinend kann man links, rechts, überall mal gucken. Wir gucken erstmal hier. Da ist ein Teil. Wie komme ich da hoch? Nicht von hier. Na, vielleicht ja auf diesem Wege. Oh Gott, Lava. Schaff ich's? Nein, schaff ich nicht. Okay, da unten ist anscheinend auch Lava. Meine Güte. Diese aufgeblähten Insekten. Aufgeblasen. Okay. Eine Krabbe. Habe ich auch bis jetzt noch nicht gesehen. Erstmal die ganzen neuen Gegner gewinnen. Oh, ich habe irgendwas gefunden. Und da ist irgendwas runtergefallen. Okay. Also Zwischenstockwerke kann man checken, falls man ein paar extra Items haben möchte. Wie es aussieht. Aber uns geht es hauptsächlich darum, alle vier Teile zu finden und das Level zu beenden. Aber vielleicht schaffen wir den Jump doch. Achso, da war ein Floß. Oder was ähnliches. Oh Gott, ich vergesse die Dinger immer wieder, Mann. Ich komm auch aus dem Nichts geschossen. Man kann auch keinen vernünftigen Anlauf nehmen. So, Krabbe, weg. Noch eine Krabbe. Ja, auch noch weggekickt. Sehr schön. Wir leben, Leute, und wir haben einen Schalter aktiviert. Was auch immer der bringen mag. Ich hoffe, irgendwas Positives. Und noch ein Teil gefunden, Leute. Da fehlt uns ja nur noch eins. Oh Gott, Lava. Muss hier über Lava sein, Mann. Im Kamtschatka, im Land der Vulkane, war gar keine Lava. Okay. Feuerspeiende Frösche. Man kennt sie. Bisschen außerhalb der Reichweite und ins Gesicht. Ja, aber nicht mir ins Gesicht. Ich wollte eigentlich dir ins Gesicht. Ja, wir haben ihn. Gleich ein Karate-Kick ins Gesicht. Da kann auch nichts mehr. Okay, wir haben hier gleich zwei Trampoline und hier geht's... Oh Gott, Hilfe. Anscheinend wieder runter. Da ist ein Floß. Crazy. Könnte uns eventuell zum vierten Teil führen. I hope so. Komm schon, Floß. Hol mich ab. Irgendwann später. Frage ist, kommt das Floß nochmal wieder? Oder muss ich es triggern? Oh. Nee, da ist es. Da ist es. Ich hab's. Okay, okay. Ich hätte mal auf Floß bleiben sollen. Und wir sind drauf, Leute. Auf großer Fahrt. Ins Ungewisse. Was wird uns hier unten erwarten? Hoffentlich keine Gefahren, sondern ein Teilchen. Oder ein Hebel. Okay. Ich weiß noch nicht, wofür die beiden Hebel gut sind. Aber zumindest haben wir sie schon mal aktiviert. Schaffst du diesmal den Frosch zu holen? Ja. Ein bisschen abwarten, dann geht das. Wenn die richtige Entfernung hat. Oh, Heilung. Gar nicht so wenig. Nehmen wir gerne. Hier eine Feuerarschkäfer. Bloß aus dem Weg gehen. Und wir sind wieder am Anfang. Waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Dann ist es ein gutes Zeichen, dass der Weg vielleicht hier weitergeht. Und es kommt Lava. Das ist kein so gutes Zeichen. Kann ich die Dinger kaputt kicken? Nein. Nicht, oder? Nein, kann ich leider nicht. Oh, lass mich leben. Oh, ich lebe. Ach nein! Ich hab grad gefreut, dass ich lebe. Ein bisschen Glück wird's klappen. Okay. Den warten wir ab. Das ist gar nicht möglich, darüber zu kommen. Na gut, wir suchen einen anderen Weg. Aber die Frage ist, wo soll man denn sonst lang gehen? Hier ist ja nichts anderes. Vielleicht schaffen wir den Sprung ja doch gerade so. Aber nicht... Ah, leider nicht. Leider nicht. Das Meer scheint ja auch nicht zu sein. Wir müssen doch vielleicht einen anderen Weg finden. Ah, hier kann man auch hoch. Aber hier ist gar nichts. Es scheint jetzt auch keinen anderen Weg hochzugehen. Das war knapp. Die Frage ist, ist da auch unten Lava? Ja, aber man könnte theoretisch einfach vorbei. Also leider scheint es irgendwie keinen anderen Weg mehr zu geben. Oh Gott, ich bin im Wasser gelandet. Müssen wir doch irgendwie hier oben gucken, ob wir nicht irgendwo hin können. Aber wie? Zum Teufel, wie? Die einfrieren? Nee, leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen, ja? Ich komme ja immer genau, wenn ich springen will. Ah,
aber so close. Mit Lava kann ich noch 500 Mal springen. Ich glaube, da finden wir leider keinen Weg. Aber wo könnte sonst noch einer sein? Oh mein Gott. Ach, hier kann man durch den Boden durch. Ja, gut zu wissen. Dann kommen wir auch wieder hier hin. Waren wir hier überhaupt schon? Gerade gar nicht so sicher, Leute. Ein völlig neues Abteil oder ein altes. Aber zumindest sind wir wieder... Of course! Ich check das immer nicht, wo man immer durch die Böden durch kann und so. Das muss man immer erstmal alles sehen. Aber anscheinend können wir jetzt hier hoch. Wenn wir schlau genug sind, das sprungtechnisch zu schaffen. Und wir haben das letzte Teil, Leute! Woohoo! Woohoo! Okay, ich laufe einfach mal nach links. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Oh Gott, Insekten. Und da ist der Exit. Wir haben ihn tatsächlich gefunden. Und jetzt, da wir alle Level haben, sehen wir, der schwarze Punkt am Anfang unserer Reise ist auch ein Level geworden. Da stellt sich doch nur noch die Frage, was wird uns hier erwarten? Wir schauen gleich mal rein. Vielleicht ein Endboss? Gibt's sowas hier? Auf jeden Fall sind wir wieder im Schloss. Sehr transylvanisch angehaucht. Ja, wir wissen alle, es laufen Riesenzombies hier rum. Ich wollte eigentlich sagen, ja, wir wissen alle, eigentlich ist es Dracula, der in Transsilvanien wohnt, nicht unser Dr. Franken oder nicht Frankensteins Monster. Aber ist es okay. In dem Spiel ist es Transsilvanien, dann nehmen wir das mit. Es ist genau das gleiche Schloss mit Vögeln. Oh, und wir haben schon einen Teil. Sehr schön. Oh Gott, ich wollte eigentlich schneller runter. Kann ich gar nicht. Okay, Vogel, kriegst du eins ins Gesicht. War einmal zu viel angeschlichen. Fliegt der Tod hier auch wieder rum? Oder erwartet uns etwas anderes? Gar nichts von beiden. Hoia! Okay, aber Vögel. Einige auf den Dächern. Und unsere Heilung ist schon wieder nicht die schönste. Aber wir schaffen es schon irgendwie durch. Ein Teil haben wir ja schon. Oh, da war irgendwas. Heilung. Müssen nur gucken, wo die anderen Teile stecken. Meine Güte, zwei Riesenskelette. Dann gehen wir erstmal rechts. Vielleicht kommen wir auch anders rüber. Oh Gott, ist fast auch geschafft, Mann. Machen wir ganz einfach. Dann kicken wir den Jungen weg. Zack. Dann macht er uns auch keinen Stress mehr. Schauen wir erstmal auf der Seite runter. Ich frage mich gerade, ist das Schloss spiegelverkehrt? Oder gehört das so? Hey, du. Gott, das ist schneller, als ich dachte. Huch. Na gut, wir gehen einfach noch ein Stück runter. Okay, der fliegt irgendwie nach oben runter. Fällt mir aber gar nicht. Und wir können ja aber eben nicht durch. Na gut, dann hat sich das auch erledigt. Oh, das ist schon wieder so ein Riesenzombie. Zack. Machen wir uns keinen Stress mit. Nehmen wir so weg. Und zweites Teil. Schon mal ein relativ guter Anfang. Nö. Dann schießen wir den auch einfach weg. Wenn die uns nur stressen wollen. Okay, sonst ist hier gar nicht so viel in den Gang. Aber wir kommen an den Skeletten endlich mal vorbei, ohne uns die Füße daran zu stoßen. Mann, ich dachte, der fliegt auch hoch und runter. Ha, diesmal einen Kick entfernt, den Jungen. So geht's nämlich auch. Und so auch. Einfach gar nichts tun und reinrennen. Gott, schießen wir den einfach weg, bevor der uns anfängt zu nerven. Oh, drittes Teil. Wir haben aber auch nur noch eine Minute. Das könnte ein bisschen knapp werden für uns. Einfach nochmal weiter runter. Oh, Hilfe, Hilfe. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. So, auf ein neues, einfach runter. Wir laufen einfach mal weg vor ihm. Oh Gott, Köche gibt's ja auch. Aber da unten ist irgendwas. Das würde mich ja schon interessieren. Was erwartet uns hier im Keller? Heilung. Und ein... Durchgang. Noch mehr Heilung. Oh Gott, da war ja ein Gegner hinter. Hab ich gar nicht gesehen. Na gut. Ach, da ist Exit. Gut zu wissen. Sag mal, kannst du dich auch mal ein bisschen besser verstecken, sodass man dich vielleicht einen Ticken sieht? Und auch ein bisschen was ahnen kann, wo du herkommst, Junge? Wer ist das denn? Zack, weggekickt. Ich hoffe, das vierte Teil befindet sich hier irgendwo. Sonst habe ich nämlich keine Idee mehr, wo wir sonst suchen sollen. Oh Gott, gleich mehrere Hände. Da ist es. Zack, den knallen wir weg. Da machen wir uns den Stress jetzt nicht. Den schnell wegkloppen. Okay, ja, wir haben noch. Schießen Sie uns einfach mal durch hier. Wozu haben wir es also aufbewahrt? Verdammt, die Zeit ist abgelaufen. Na gut, jetzt wissen wir aber, wo es lang geht. Und deswegen auf schnellen Schrittes, schnell zum Teil und dann schnell zum Ziel. Naja, vielleicht nicht ganz so schnell. Ein bisschen bedacht wird schon angebracht. Aber wir können ballern. Also machen wir uns gar nicht so viel Stress. Zack. Das hätten wir schon mal. Weggeknallt, den Jungen.
Den kicken wir. Und den Typen knallen wir auch weg. Runter. Oh, jetzt aber fix. Jetzt aber fix. Und aufpassen, wir wissen, dass die Hand gleich kommt. Die Hände. Ja, schießen wir auch weg. Und wir haben's. Ziel erreicht. Oh Gott. Eine Frau, wo der Kopf nicht mehr ganz da hängt, wo er eigentlich zu hängen hat. Die Hände und die Beine auch nicht so richtig. Was zur Hölle? Will uns das Spiel damit sagen? Ja, irgendwie doof gelaufen, was? Dr. Franken? Sollte wohl nicht ganz so aussehen. Aber das war's. Jetzt sind wir durch die ganze Welt gereist, um uns eine Frau zu bauen. Gehe ich mal von aus. Und haben völlig reingeschissen. Keine Ahnung, was das gerade sagen sollte. Ich denke mal so in etwa. Soll die Message hier sein? Das war's mit The Adventures of Dr. Franken. Leute, wir haben die ganze Welt bereist. In Europa haben wir angefangen. Asien, Australien, Südamerika und jetzt am Ende noch Nordamerika. Und wir sind wieder zu Hause angekommen. Unsere Weltreise ist beendet. Kurzes Fazit zum Spiel. Ich fand's schon sehr witzig. Also ich fand die Grafik, die ganze Aufmachung fand ich sehr lustig. Es ist sauschwer, Leute. Also, mag sein, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser könnt als ich. Ihr habt ja gesehen, ich habe auch nicht reingeschissen. Aber wir haben es trotzdem durchgespielt. Und ich fand's witzig. Wie fandet ihr, Leute? Schreibt's gerne in die Kommentare. Wenn ihr Spiele habt, die ihr super gerne auf Super Nintendo gespielt habt, schreibt's mir immer gerne. Ich will sehen, was sich da machen lässt. Und das war's mit Adventures of Dr. Franken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Game. Peace, Leute, ich bin raus. Bye, bye.